Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Brookhaven und heute gibt es einen neuen Teil, Brookhaven Secrets. Ich hätte gesagt, wir fangen sofort an nach dem Intro. So Leute, für das erste Secret müssen wir auf jeden Fall ein Haus erstmal spawnen. Das mache ich jetzt mal kurz. Wenn euch auf jeden Fall so welche Teile gefallen, dass ich ein paar Secrets oder so euch zeige, dann lasst auf jeden Fall auch eine positive Bewertung gerne da. Vergesst auch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Dann bekommt ihr auf jeden Fall auch Benachrichtigungen, wenn ich dann mal wieder live bin oder wenn ich Videos hochlade. Und das ist auf jeden Fall ganz gut. Das erste Secret ist auf jeden Fall hier drin in dem Haus, was die meisten von euch auf jeden Fall auch schon kennen. Und hier gibt es auch verschiedene Secrets. Also ich kann euch einmal eins zeigen. Hier, das sieht man schon, man kann hier durchgehen und kann sich hier in der Dusche verstecken. Ist auf jeden Fall ganz cool. Und das nächste Secret ist auf jeden Fall hier hinter dem Fernseher. Da müsst ihr einmal diesen Knopf hier drücken. Zack, dann öffnet sich hier so eine Luke. Dann könnt ihr hier nach unten. Ihr seid hier in so einem separaten Raum. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Hier gibt es viel Geld. Ein paar Goldbarren. Waffen gibt es hier. Explosionszeug. Ganz cool gemacht und man kann sich hier auch gut verstecken und hier drückt man dann wieder auf den Knopf und dann kommt man hier wieder raus. Ist auf jeden Fall hier auch ein ganz cooles Versteck und ja, feiere ich auf jeden Fall. Sonst glaube ich, gibt es hier in dem Haus nichts mehr. Wenn jetzt jemand von euch noch was kennt, was hier in diesem Haus drin ist, der kann es auf jeden Fall auch unten gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne noch andere Sachen reinschreiben, wenn ihr noch andere Secrets oder so kennt. Und ja, ich hätte gesagt, wir gehen dann einfach mal zum nächsten. Leute, das nächste Secret befindet sich hier im Krankenhaus. Dazu müsst ihr auf jeden Fall hier erstmal ins Krankenhaus reingehen. Dann geht ihr hier hinten zur Röntgenmaschine und dann könnt ihr hier einfach hinten durch und zack, ihr habt hier so einen kleinen geheimen Raum. Da drückt ihr dann unten auf so einen Knopf, der ist unter dem Tisch und dann seid ihr hier in so einem separaten Raum. Ist auf jeden Fall ganz cool. Was dieser Raum bedeutet, wissen die meisten auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Wenn ihr wisst, was das Ganze zu bedeuten hat, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Jetzt auf jeden Fall das Agency-Logo, was auch im Krankenhaus ist. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie was mit so einem geheimen Boss zu tun hat und dass wir vielleicht irgendwann vielleicht mal so eine Story kriegen. Das würde ich auf jeden Fall auch feiern, mit so Live-Events oder so, dass dann irgendwie so, ich weiß nicht, ja, irgendwie so ein Boss oder so versucht, die Stadt irgendwie zu erobern oder sowas. Das würde ich auf jeden Fall schon feiern und ja, mal schauen, ob da irgendwann mal was kommt. Dann da einfach wieder auf den Knopf drücken und dann seid ihr hier draußen. 1A auf jeden Fall. So Leute, ich habe jetzt kurz den Server gewechselt, einfach aus dem Grund, weil man hat ja diese Frist bei dem Häuser spawnen, dass man bloß alle 10 Minuten ein neues Haus spawnen kann und das nächste Secret ist auf jeden Fall auch in einem Haus und deswegen habe ich jetzt einfach den Server gewechselt. Das nächste Secret befindet sich in diesem Geisterhaus, ist auf jeden Fall ganz cool. So, mal kurz warten, bis das gespawnt ist. So, und dann können wir hier auch schon mal reingehen. Also hier gibt es auf jeden Fall auch wieder verschiedene Verstecke. Ihr könnt euch einmal hier drin verstecken unter dieser Treppe, das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ihr könnt hier übrigens auch die Farben verändern an alle, die das noch nicht wussten. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ich lasse es mal auf blau, weil blau gefällt mir eigentlich ganz gut. Es gibt hier übrigens auch so Särche. Was das Ganze zu bedeuten hat, weiß ich auch noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein Gruselhaus sein soll. Gut auf jeden Fall für Roleplays gedacht und so. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht. Hier kann man auch wieder sich verstecken hinter der Dusche. Man kann auch hier wieder rausgehen. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool gemacht. Also man geht hier rein und kommt hier auf einmal im Nebenraum wieder raus. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Man kann sich hier noch im Schrank verstecken. Und was auf jeden Fall auch ganz cool ist, dass hier hinter dem Bett auch nochmal ein Versteck ist. Da fällt man dann unten rein und dann ist hier auf jeden Fall auch noch so ein Versteck. Finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht. Hier ist auch so ein Buch und hier liegt auch wieder dieses Zeichen von dieser Agency. Was das Ganze zu bedeuten hat, weiß ich noch nicht. Aber ja, werden wir auf jeden Fall hoffentlich bald herausfinden. Finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht, dieses Haus. Es gibt hier oben übrigens auch noch ein Versteck. So, hier. Also es gibt hier auf jeden Fall ganz viele Verstecke in diesem Haus und es lohnt sich auf jeden Fall mal, ja, das Ganze auszuprobieren und mal da drin Verstecken zu spielen. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht.
So Leute, jetzt habe ich wieder den Server gewechselt. Es ist wirklich ein bisschen sehr anstrengend, wenn man hier immer wechseln muss, weil man nur alle 10 Minuten das Haus ändern kann. Aber na gut, ich muss euch auf jeden Fall noch ein Secret zeigen. Es gibt nämlich noch eins in dem neuen Haus, was ein paar auf jeden Fall von euch auch schon kennen. Wenn ihr dieses Haus nämlich spawnt, dann ist auf jeden Fall ein ganz cooles Secret unten im Keller. So, das Haus braucht auf jeden Fall ein bisschen länger, bis es gespawnt ist. Okay, so. Hier ist auf jeden Fall alles ganz normal, Leute. Das wissen auf jeden Fall auch die meisten. Wir gehen auf jeden Fall hier unten mal in den Keller rein. Hier ist auf jeden Fall auch noch alles ganz normal, wo auf jeden Fall auch das Secret ist. Man sieht es hoffentlich auch auf der Aufnahme. Hier ist so ein kleiner Knopf oder klein. Es ist auf jeden Fall ein Knopf da. Wenn man diesen drückt, dann öffnet sich diese Tür. Man muss sich auf jeden Fall auch beeilen, dass man rechtzeitig reinkommt. Dann schließt sie wieder. Zur Not drückt ihr einfach nochmal auf den Knopf. Und hier kommt man übrigens auch wieder raus. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Hier ist auf jeden Fall ja so eine Art Sitzungssaal vom Mafia-Boss, kann ich mir vorstellen. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Und hier sitzen auf jeden Fall die Kriminellen. Ganz cool auf jeden Fall. So Leute, als letztes zeige ich euch jetzt noch ein Secret, und zwar wie ihr unter die Map kommt oder ja, wie ihr auf jeden Fall die Sachen unter der Map anschauen könnt, und ihr habt auf jeden Fall auch ein cooles Versteck. Dazu müsst ihr auf jeden Fall hier hinter diesem Berg, das hier auf jeden Fall neben diesem Reiterhof, ist auf jeden Fall ganz cool, und ich glaube eure Freunde werden euch auf jeden Fall da auch nicht finden, weil ihr müsst auf jeden Fall hier rein, ihr müsst nämlich genau den richtigen Weg abpassen, und ihr seht schon, so komme ich hier nicht rein, deswegen muss ich auf jeden Fall meinen Charakter ganz klein machen. So, Größe ganz klein. Und jetzt komme ich hier perfekt unten rein. Zack. Und jetzt bin ich auf einmal unter der Map. Ist auf jeden Fall ganz cool. Man kann hier auf jeden Fall, ja, einfach chillen. Kann hier die Map von unten beobachten. Und man sieht hier auch übrigens da hinten das Kino. Und da sieht man auf jeden Fall, oh Gott, schau, was ist denn das? Das müsste, ich weiß gar nicht, das glaube ich, der See ist es nicht. Das ist der Eingang da, wo man gespawnt wird, also dieser Springbrunnen ist es. Ja, man sieht hier auf jeden Fall alles von unten. Ist ja auf jeden Fall ganz cool gemacht, und man kann sich hier auf jeden Fall auch gut verstecken, und ja, man sieht hier halt alles von unten. So Leute, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne abonnieren, Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich einen Livestream mache oder wenn ich ein neues Video hochlade. Ist auf jeden Fall ganz praktisch, und ja Leute, ich hätte gesagt, das war's. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Livestream oder im nächsten Video, kommt drauf an, wann ihr halt das Video seht. Und dann hätte ich gesagt, Leute, ciao!